Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 7, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend interkommunale Zusammenarbeit und freiwillige Gemeindefusionen weisen den Weg in die Zukunft. Drucksache 19/3369 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für das, was wir gerne pauschal Lebensqualität nennen, spielen Städte und Gemeinden eine überragende Rolle. Sie tragen ganz maßgeblich dazu bei, jenes Lebensgefühl in den Menschen zu wecken, das wir Heimat nennen. Und wenn man den Umfragen glauben darf, dann leben die Menschen gerne in Hessen. Rund 96% der Hessen leben gerne in unserem Land. Und nur etwas weniger, 83%, beurteilen auch ihre Zukunftsperspektiven optimistisch. Das ist gut so, und diese Landesregierung und die tragenden Fraktionen arbeiten auch tagtäglich daran, dass dies auch noch lange so bleibt. In den Kommunen zeigt sich, wie sich das Zusammenleben anfühlt, ob und wie es gelingt. Und es ist daher wichtig, dass die Kommunen ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Das Land Hessen unterstützt sie dabei tatkräftig. Der Kommunale Finanzausgleich bringt Landkreisen, Städten und Gemeinden 2017 mit über 4,5 Milliarden € ein neues Allzeithoch und davon über 1,2 Milliarden € als freiwilliger Zuschlag des Landes. Wir verstehen uns als Partner der Kommunen. Und zwei weitere Beispiele, was diese Partnerschaft bringt. Mit dem Kommunalen Schutzschirm mit einer Größenordnung von 3,2 Milliarden € greift das Land Hessen besonders bedürftigen Kommunen finanziell unter die Arme. Und auch durch das Kommunale Investitionsprogramm des Landes stocken wir die Bundesmittel durch eigene Gelder auf ein Fördervolumen von über 1 Milliarde € auf. Meine Damen und Herren, in den Kommunen wird das reale Leben vor Ort gestaltet, und es werden dort handgreifliche Probleme gelöst. Sei es die Kinderbetreuung, die Abwasserbeseitigung, Feuerwehr, die Liste ist sehr lang. Und dafür sind meist die kleinen Kommunalverwaltungen sehr gefordert, und es ist nicht einfach, auch angesichts des demografischen Wandels, diesen Aufgaben gerecht zu werden. Von den 426 hessischen Gemeinden haben 211, also fast die Hälfte, weniger als 7.500 Einwohner. Bei 120 sind es sogar weniger als 5.000 Einwohner. Um dennoch die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort effizient, qualitativ hochwertig und bezahlbar zu halten, ist interkommunale Zusammenarbeit das Gebot der Stunde. Und wir nutzen diesen Setzpunkt auch ausdrücklich darum, um die bisherige interkommunale Arbeit in Hessen wertzuschätzen und zu würdigen. Seit dem Jahr 2014 fördert das Land die Zusammenarbeit aufgrund einer Rahmenvereinbarung. Von 2009 bis 2012 gab es die interkommunale Förderung gemeinsam unter Federführung der Kommunalen Spitzenverbände. Und seit 2013 ist die interkommunale Kooperation in das Innenministerium integriert. Es ist also durchaus genügend Anlass, die Arbeit zu würdigen, die das interkommunale Kompetenzzentrum in der Vergangenheit geleistet hat. Es berät die Kommunen in allen Angelegenheiten. Es ist ein strategischer und inhaltlicher Partner. Und es ist ein wichtiger Ratgeber für die Städte und Gemeinden geworden. Mit einem eigenen Referat für interkommunale Zusammenarbeit im Innenministerium gibt es auch einen zentralen Ansprechpartner für alle rechtlichen Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit und möglicher Förderungen. Seit 2004 wurden bislang 193 Projekte mit insgesamt über 13,5 Millionen € gefördert. Und allein im laufenden Jahr sind es bis Ende September bereits 27 Kooperationen mit einem Fördervolumen von über 2,2 Millionen €. Meine Damen und Herren, interkommunale Zusammenarbeit wird in Hessen großgeschrieben. Und diese interkommunale Kooperation fängt schon bei kleinen Dingen an, etwa bei der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur. Es können Organisationseinheiten, Standesämter, Stadtkassen, Bauhöfe zusammengelegt werden. Auch Aufgaben wie z.B. Verkehrsüberwachung können koordiniert werden. Eine aktuelle Herausforderung ist auch die Breitbandversorgung.
Es gibt gute Praxisbeispiele, wo man erkennen kann, wie gewinnend und gewinnbringend das funktioniert. Bruchköbel und Erlensee haben sich für ein gemeinsames Gewerbegebiet zusammengetan. Im Landkreis Gießen arbeiten alle 18 Kommunen im Brandschutz zusammen. Die Kurorte Bad Schwalbach und Schlangenbad arbeiten touristisch zusammen. Eschwege und Berghartal haben einen gemeinsamen Bauhof. Und seit Juli letzten Jahres werden die Friedhöfe von Rüsselsheim, Rauenheim und Kelsterbach gemeinsam verwaltet. Wenn sich Kommunen zusammentun, kann die jeweilige Arbeit personell besser abgedeckt werden und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger effizienter gestaltet werden. Meine Damen und Herren, interkommunale Zusammenarbeit kann vielfältig sein. Sie kann sogar so weit gehen, dass man an Fusionen denkt. Nach unserem Verständnis ist das ein gangbarer Weg, allerdings auf freiwilliger Basis. Eine zwangsweise Zusammenlegung, wie in anderen Bundesländern praktiziert, lehnen wir entschieden ab. Wir lehnen das ab, aber uns ist es wichtig, dass wir Anreize geben, Bürgerinnen und Bürger vor Ort über Zusammenarbeit und Zusammenlegung selbst entscheiden zu lassen, sie zu motivieren, diesen Weg zu gehen. Und über eine Reform des Kommunalrechts haben wir im Dezember 2015 auch die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen, um beispielsweise Gemeindefusionen attraktiver zu machen und mit einer Entschuldungshilfe zu unterstützen. Für die stehen rund 27 Millionen € bereit, und wer zusammengehen möchte, kann bis zur Hälfte der Schulden seiner Kernhaushalte erlassen bekommen. Auch Bürgerentscheide, die zur Fusion der Gemeinden im südlichen Odenwaldkreis in Rothenberg, Hesseneck und Sensbachtal und der Stadt Bad Felden führen, haben bewiesen, dass bei guter Vorbereitung die Akzeptanz für Fusionen oder Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden in der Bevölkerung durchaus vorhanden ist. Die neue Stadt, die im Odenwald entstehen könnte, vielleicht 2018 unter dem Arbeitstitel Oberzehnt, wäre ein sehr gutes Beispiel für gelingende Kooperation bis hin zur Fusion, die in Hessen möglich ist und seit vielen Jahren gut gefördert wird. Auch im Vogelsbergkreis passiert ebenfalls etwas bis dato hessenweit Einmaliges. Die vier Gemeinden Schwalmtal, Romroth, Grebenau und Feldertal haben ihre Verwaltung zusammengelegt. Für den Zusammenschluss der Verwaltung erhält jede Gemeinde 150.000 € an Fördermitteln, die zum Großteil in die Umstrukturierung gesteckt worden ist. Und im Gegenzug dazu müssen die Gemeinden auch nachweisen, 5 Jahre lang, dass sie ihre Verwaltungskosten um 15% reduzieren können. Also interkommunale Kooperation bringt etwas, sie wird massiv gefördert und führt auch zu einer entsprechenden Effizienzsteigerung, von der am Ende die Bürgerinnen und Bürger als Gebühren- und Steuerzahler extremer profitieren. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Allendorf-Bromskirchen, die 2015 startete, wurde durch das Land Hessen nennenswert gefördert. Die Gemeinde Bromskirchen im Landkreis Waldeck-Frankenberg wird in Zukunft auch von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geleistet. Ich weiß noch, wie groß die Aufregung und der Aufschrei hier war, dass wir so etwas rechtlich ermöglichen. Wenn das vor Ort gewollt wird und wenn das vor Ort sinnvoll ist, dann kann es auch praktiziert werden. Und damit zählt die 1.830 einwohnerstarke Gemeinde zu der ersten in Hessen, die diese Änderung des Kommunalgesetzes nutzt. Und ich habe von bisher keinen Problemen gehört, dass dies auch entsprechend erfolgreich umgestaltet worden ist. Meine Damen und Herren, wir machen interkommunale Kooperation nach dem Motto »Alles kann, nichts muss«. Und in Hessen stehen dafür Wege, Möglichkeiten, Beratungen, Best-Practice-Beispiele in großer Anzahl zur Verfügung. Und wir haben gezeigt durch die entsprechenden Anfragen, die wir auch jetzt im Parlamentsvorgang haben, was in Hessen schon gefördert worden ist. Es ist ein guter Weg, den wir gegangen sind. Wir sind hier in Hessen auch vorn und haben durchaus auch Auswirkungen auf andere Bundesländer, die sich die Fördermöglichkeiten in Hessen zu eigen machen. Ich will nicht sagen abschreiben, aber doch von den Erfahrungen in Hessen profitieren. Meine Damen und Herren, interkommunale Zusammenarbeit und auch Gemeindefusionen können dazu beitragen, kommunale Aufgaben bürgernah, effektiv, kostensparend im Interesse der Menschen vor Ort zu erledigen und auch Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Meine Damen und Herren, uns ist es wichtig, dass die Landesregierung diesen erfolgreichen Weg der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit weitergeht und auch in Zukunft als Partner der Kommunen engagiert unterstützt und tatkräftig als Partner der Kommunen agiert. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich offensichtlich missverständlich ausgedrückt bei der Überweisung von Tagesordnungspunkt 25. Er geht federführend in den Haushaltsausschuss, mitberatend in den ULA fürs Protokoll. Nächster Redner zum Tagesordnungspunkt 7 ist Kollege Eckert, SPD-Fraktion.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für diesen sicherlich wegweisende und inspirierende Beitrag zu diesem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen, der genauso dünn war wie die Rede, nämlich Sie lassen sich feiern für die Fragen von interkommunaler Zusammenarbeit, was wir in Hessen bisher in Praxisbeispielen sehen. Aber Sie verkennen nach wie vor, Herr Kollege Bauer, dass das die Lösung, wenn überhaupt, ist für ein Problem, wo Sie maßgeblich mit dafür gesorgt haben, dass diese Probleme vor Ort überhaupt erst entstanden sind. Wenn ich Kommunen vorher in ihrer finanziellen Ausstattung, in der Beschreibung durch den kommunalen Finanzausgleich und andere Themen mehr dafür sorge, dass sie am Ende des Tages nachher nicht mehr wissen, wie sie ihre eigenen Aufgaben auch finanziell darstellen können, dann ist nachher im Zweifelsfalle der angeblich freiwillige Zusammenschluss doch nur noch die letzte Rettung, damit Kommunen handlungsfähig sein können im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger und doch nicht freiwillig die Lösung, weil sie davon überzeugt sind, das inhaltlich umsetzen zu können, meine Damen und Herren. Kollege Eckert, gestatten Sie eine keine Zwischenfrage. Am Ende des Tages, meine Damen und Herren, interkommunale Zusammenarbeit, ja. Es gibt gerade für den ländlichen Bereich Themen, die notwendig und richtig sind, sie in interkommunaler Zusammenarbeit zu beschreiben, weil auch eine Kommune nicht die richtige Steuerungsorganisation sein könnte. Da wäre ich z. B. beim Thema Tourismus. Natürlich geht da nicht die einzelne Kommune, sondern da bin ich in anderen Bereichen und anderen Bezügen, die sich damit beschäftigen müssen. Da bin ich bei einer kleinen Gemeinde dann auch in Themen, wo Investitionen zu tätigen sind, wo der Einsatz von großen Maschinen und Gerätschaften so selten zum Einsatz kommt, dass sich die wirtschaftliche Betätigung da in dem Bereich nicht rentieren würde. All diese Fragen, da macht interkommunale Zusammenarbeit Sinn. Sie ist richtig und sie ist gut, wenn das die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Ort selbstständig aus freier Überzeugung, aus freiem Entschluss und nicht von blanker Not getrieben dann organisieren wollen, meine Damen und Herren. Und ein Beispiel, das führen Sie selbst in Ihrem Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auf, die gestiegenen Beratungsleistungen des Landes Hessen, immer mehr Kommunen, die sie in Anspruch nehmen. Ja, gerade das ist doch Ausweis von dieser Situation vor Ort, dass die Kommunal entsprechend sagen, das ist eine der Möglichkeiten, um uns irgendwie noch die Runde zu bekommen. Und deswegen ist das eigentlich eher ein Warnsignal, dass dieser Druck auf die Beratungsleistungen nach oben geht, als Ausweis von besonders guter politische Arbeit dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Und entsprechend, ich finde, Sie sagen, die vier Kommunen im Süden unseres Landes, wo die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben, dass sie sich zusammenschließen, sie sind ein Beispiel dafür, wie es gehen kann, wie interkommunale Zusammenarbeit, freiwillige Fusionen funktionieren können und ein guter Weg sind. Ich will da durchaus das Beispielhafte unterstreichen und Ihnen zustimmen. Aber dann schauen wir doch einmal, wo dann konkret die Verbesserungen, gerade im Bereich der Finanzen, für diese betreffenden Kommunen, die sich zusammenschließen wollen, nachher liegen. Und einer der wesentlichen Gründe, einer der wesentlichen Summen, die dort nachher auch in den Einsparungen zu heben sind, das ist das, was wir Ihnen in Finanzdebatten zum Lande Hessen immer und immer wieder sagen. Sie fangen nämlich bei sich selbst an zu sparen. Von vier Positionen in der politischen Führung bleibt einer übrig. Das ist die Ersparnis von 350.000 € per anno für diese Kommunen in Zukunft. Wenn Sie als Land doch endlich einmal nicht nur auf andere zeigen und sagen, ach, das ist aber schön, dass ihr da was macht, fangen Sie doch selber an, fangen Sie an, entsprechend wirklich zu sparen. Und da können Sie bei der politischen Führung auch im Land Akzente setzen. Und deswegen ist das sicherlich ein Stück weit beispielgebend, meine Damen und Herren. Am Ende des Tages, wenn Sie von freiwilliger Fusion reden, es ist und bleibt die letzte Rettung, die deswegen gegangen wird. Und am Ende ist es der freiwillige Entschluss mangels Alternativen, um wirklich entsprechend vor Ort weiterhin politisch gestalten zu können, im kulturellen Leben, im Sport. In den vielen Fragen kommunaler Selbstverwaltung brauchen Sie entsprechend diese finanziellen Rahmenbedingungen, die Sie Ihnen verwehren, den Sie entsprechend mit Ihrer politischen Verantwortung nicht nachkommen. Und deswegen bleibe ich dabei. Wenn Sie sich loben und sagen, das ist die Lösung der Probleme, dann würde ich Sie
Ihnen empfehlen, nicht an den Symptomen rumzudoktern und zu sagen, das sind die Probleme und die wollen wir lösen, sondern an der Wurzel anzupacken und zu sagen, das sind die wirklichen Herausforderungen guter Landespolitik für die hessischen Städte und Gemeinden. Und deswegen ist das nur der zweite oder dritte Schritt, den Sie beschreiben, und alles andere als der wegweisende Zukunftsweg für die hessischen Kommunen, gerade im ländlichen Raum. Sie haben es benannt mit dem Odenwald, mit dem Vogelsberg. Und wenn Sie sich vor Ort mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern unterhalten, dann sehen Sie genau, dass das am Ende des Tages für Sie ein notwendiger Schritt war, damit Sie gute Politik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger vor Ort überhaupt noch gestalten können, weil Sie nehmen Ihnen die Luft zum Atmen dafür, dass Sie überhaupt den Gestaltungsspielraum haben. Am Ende des Tages interkommunale Zusammenarbeit, freiwillig, da, wo es Sinn macht, wo es richtig ist und wirtschaftlich darstellbar, da kann es ein Weg sein. Aber am Ende ist das nicht die Lösung der Probleme, die wir als Land bzw. Sie mit Ihrer Mehrheit entsprechend überhaupt geschaffen haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ja, da kommt gerade einer. Nächste Rednerin, Frau Goldbach, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne einmal mit der Überschrift eines Berichts in einer hessischen Lokalzeitung, 4 Tage alt erst. Die Überschrift lautete „Ein unmoralisches Angebot“. Das ist von der Zeitung sehr bewusst provokant gewählt, aber es geht nicht in diesem Beitrag um das Thema des gleichnamigen Films, in dem ein Ehemann seine Ehefrau verkauft. Nein, es geht um ein spannendes Thema, interkommunale Zusammenarbeit. Provokant ist allerdings schon, was in dem Bericht steht. Da hat nämlich ein Bürgermeister es gewagt. Das ist ein Bürgermeister einer 14.000 Einwohnerkommune, den umliegenden kleineren Gemeinden anzubieten, sich zu einer Großgemeinde zusammenzuschließen. Die Reaktion darauf? Empörung. Die kleinen Gemeinden wollen nicht zu einer Großgemeinde gehören, sondern sie wollen lieber eigenständig bleiben. Und sie weisen darauf hin, dass es ja schon viele andere Formen der interkommunalen Zusammenarbeit gibt. Sie betonen aber auch, und jetzt zitiere ich einen der Bürgermeister dieser kleinen Kommunen, ein offener und konstruktiver Dialog bei der ganzen Thematik kann nur von Vorteil sein. Warum zitiere ich das hier? Wir sehen, es gibt da Diskussionen, es gibt einen Austausch. Es wird laut, offen, kontrovers auf kommunaler Ebene darüber diskutiert, wie Kommunen zusammenarbeiten können, ob sie sich zusammenschließen sollen, können, wollen. Und das Wichtige für uns ist, diese Überlegungen und die Debatten, die finden in den Gemeinden, in den Städten und auch in den Kreisen statt. Und wir bestimmen da gar nichts. Das Land Hessen unterstützt. Die Entwicklungen finden vor Ort statt. Und Herr Kollege Eckert, ich finde es schon erstaunlich, was Sie der Landesregierung und den Regierungsfraktionen zutrauen an Kompetenzen. Wir können die Bevölkerungsentwicklung nicht maßgeblich beeinflussen. Wir können ja keine Zwangswohnorte bestimmen und dadurch demografische Veränderungen verhindern oder beeinflussen. Nein, es gibt einfach Entwicklungen, und das muss man mal so klar feststellen, die passieren einfach. Und das ist eben zunehmende Alterung der Bevölkerung. Die Einwohnerzahlen verändern sich. Es ist nicht so, dass alle Dörfer aussterben. In manchen Dörfern nimmt die Bevölkerung ab, in manchen aber auch zu oder ist zumindest stabil. Aber diese Veränderungen bewirken zumindest, dass auch die Infrastruktur angepasst werden muss, dass die Kommunen sich überlegen müssen, wie können wir unsere Aufgaben erfüllen und wie können wir auch den Anforderungen der Bevölkerung gerecht werden. Denn die Menschen wollen weiterhin, dass es eine Feuerwehr gibt. Sie wollen, dass Schulen da sind. Kindergärten, dass ein Bauhof da ist, auch vielleicht eine Gärtnerei, eine Stadtgärtnerei. Alle diese Leistungen müssen die Kommunen weiterhin erbringen. Und daraus entstehen diese Überlegungen. Vielleicht können wir in Zusammenarbeit diese Aufgaben besser erfüllen. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen,
wo so etwas gut funktioniert. Kassenwesen, Finanzverwaltung. Klingt ein bisschen langweilig, ist aber ganz wichtig für die Kommune. Das ist wirklich eine Verwaltungs-, klassische Verwaltungsaufgabe. Da haben sich schon 15 Kommunen zusammengetan. Dann haben wir den Bereich touristischer Angebote. Das betrifft besonders den ländlichen Raum. Und der ländliche Raum mit seinen touristischen Regionen ist auch in einem internationalen Wettbewerb. Wir müssen uns ja behaupten, wir müssen uns bekannt machen. Und die ländlichen Regionen wollen ein Image entwickeln. Sie wollen eine selbstbewusste Marke sein, die wahrnehmbar ist. Und auch dabei hilft interkommunale Zusammenarbeit. Das haben schon 6 Kommunen bzw. Projekte auch geschafft, nämlich Rothenburg beispielsweise, die touristische Arbeitsgemeinschaft Märchenland, schöner Begriff, oder das hessische Kegelspiel oder auch das Rotkäppchenland. Da sehen wir, da passiert viel. Die Regionen überlegen sich Begriffe, Marken, arbeiten zusammen und entwickeln die gemeinsam. Und bei all diesen Kooperationen unterstützt das Land Hessen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist eine Chance, gerade für den ländlichen Raum wieder. Denn wir können mehr Arbeit im ländlichen Raum halten, wir können sogar Arbeit verlagern. Der Informationsaustausch funktioniert über Breitband gut. Also die Anforderung lautet Breitband, flächendeckend in ganz Hessen, überall. Und da gibt es wiederum 10 Projekte, in denen Kreise zusammenarbeiten, Gemeinden oder ein Zusammenschluss von Gemeinden und Kreisen, die gemeinsam ihre Breitbandnetze bauen und ausbauen und auch hier wieder mit großer Unterstützung und finanzieller Förderung des Landes Hessen. Und gerade da muss ich sagen, ist das wirklich eine Investition in die Zukunftsfähigkeit dieser die Gemeinden, die sich aufmachen und sagen, wir wollen das, wir sehen, für unsere Zukunft brauchen wir das Breitband, wir müssen das haben. Und das Land Hessen, das dabei unterstützt, finanziell fördert. Und so schaffen wir es auch, Hessen flächendeckend zukunftsfähig zu machen. Ich möchte auch noch etwas zu dem Gemeindeverwaltungsverband in Vogelsberg sagen. Ich komme ja aus dem Vogelsberg. Es geht dabei nicht nur um Kostenersparnis. Auch, ist ein Argument. Aber was uns die Bürgermeister dort erklärt haben, sind noch ein paar andere Vorteile. Es geht nämlich darum, wenn sich 4 Gemeinden zusammenschließen und ihre Verwaltung gemeinsam erledigen oder erledigen lassen, dann heißt das ja, dass sie mehr qualifiziertes Fachpersonal haben. Also, das heißt, sie können es sich doch leisten, einzelne Verwaltungsfachleute viel tiefer zu qualifizieren als wenige, die alle Aufgaben erledigen müssen. Davon haben wir welche in jeder Gemeinde. Das wiederum führt dazu, dass diese Leute auch höher bewertete Stellen bekommen können. Also, das ist auch tatsächlich eine Chance für Verwaltungsleute, Angestellte und Beamte im ländlichen Raum, auf höher qualifizierte und bewertete Stellen zu kommen. Das haben uns die Bürgermeister als wesentlichen Vorteil dort genannt. Und was noch klar wurde, diese Entwicklung, Zusammenarbeit, interkommunale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Städten, Kreisen, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister in der Vergangenheit waren es ja meistens Männer, die dieses Kirchturmdenken haben. Ich bin hier der König in meiner kleinen Gemeinde. Das ist anders bei den neuen Bürgermeistern. Die handeln zwar immer noch klar zum Wohl ihrer Gemeinde, aber sie gucken über den Tellerrand hinaus. Und sie schauen, wie kann ich in Kooperation, in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden viele Ziele und Aufgaben besser erfüllen und lösen als ganz alleine. Und da, glaube ich, werden wir noch viele gute Beispiele für interkommunale Zusammenarbeit erleben. Zum Schluss noch einmal die Zahlen der Förderung durch das Land Hessen. Wir haben das Kompetenzzentrum Interkommunale Zusammenarbeit, die die Kommunen auf der einen Seite beraten, organisatorisch bei ihren Zusammenschlüssen und Zusammenarbeiten. Aber es gibt eben auch sehr viele finanzielle Zuwendungen. Also, wir haben insgesamt 193 Kooperationen inzwischen, die mit einer Gesamtsumme von 13,5 Millionen € gefördert werden. Und ich denke, die Herausforderungen an die Städte, Gemeinden und Kreise werden sich weiter verändern. Die Bevölkerungsentwicklung wird sich auch verändern. Und unsere Kommunen werden darauf reagieren. Das Land Hessen, das ist unsere Aufgabe. Wir werden die Kommunen dabei weiterhin beraten
und unterstützen, aber keinesfalls Vorschriften machen. Das ist der richtige Weg. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Verehrte beide Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt verschiedene Arten von Setzpunkten. Wir haben eben einen Setzpunkt erlebt, da ging es hier heiß her. Ich unterstelle, dass wir bei dem Setzpunkt heute Mittag der GRÜNEN etwas Ähnliches erleben werden zum Thema Lärmobergrenze. Ich glaube, dass wir auch bei dem Setzpunkt meiner Fraktion Kali und Salz so etwas erleben werden. Und dann gibt es halt Setzpunkte, die haben eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und dieser Setzpunkt der CDU-Fraktion hat ganz offensichtlich die Aufgabe, nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“, die nicht gerade große Beliebtheit dieser Landesregierung bei den Kommunen positiv auszubauen. Und deshalb wird, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, mal wieder das auf die Tagesordnung gesetzt, was ja nicht alle Jahre wieder, sondern alle Vierteljahre wieder wir im Hessischen Landtag debattieren. Um es vorneweg zu sagen, liebe Kollegen der Union und auch der GRÜNEN, wir unterstützen den Antrag. Da steht nichts Falsches drin. Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass in diesem Antrag, das ist ja schon eine Besonderheit, und gerade nach der Debatte, die Dr. Thomas Schäfer vorhin gemeint hat, wieder führen zu müssen, dass sogar Kontinuität in den Arbeiten der Landesregierung in diesem Antrag mit aufgenommen worden ist, wenn unter Ziffer 5 steht, das 2009 gegründete Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit. Im Jahre 2009, wissen Sie, regierte Schwarz-Gelb dieses Land. Und ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon für diesen Antrag gesprochen haben, es ist auch gut, dass das Land freiwillig, nicht mit Zwang, einer interkommunalen Zusammenarbeit helfend zur Seite steht, dass das Land teilweise auch Finanzmittel des Landes in die Hand nimmt, nicht des KFA und andere, um entsprechende Zusammenschlüsse auch noch leckerer für die Kommunen zu machen. Aber eigentlich könnte man doch davon ausgehen, dass bei einem Setzpunkt man sich auch wirklich mit etwas Neuem, mit etwas vielleicht gerade Angefangenen auseinandersetzt. Und das, wie gesagt, macht dieser Antrag nicht. Ich möchte darauf hinweisen, Kollege Bauer hat es, glaube ich, eben angesprochen, dass das Thema ehrenamtliche Bürgermeister in dieser einen Gemeinde angenommen wurde. Aber ich habe gerade in den 25 Kommunen des Wetteraukreises abgefragt. Vier sind davon theoretisch betroffen. Und alle Gemeindevertretungen bzw. Bürgermeister haben mir mitgeteilt, dass sie sich mit dem Thema ehrenamtlicher Bürgermeister auf keinen Fall beschäftigen werden. Erste Aussage. Und zweite Aussage, dass sie das auch für vollkommen realitätsfremd halten. Ich will darauf nur hinweisen, dass die Argumentation, die Sie hier geführt haben, von denen jedenfalls, von den Vieren, und die gehören Querfeldbeet-Parteien an, von den Vieren nicht getragen wird, sondern dass Sie gesagt haben, gerade ein Hauptverwaltungsbeamter, gerade in einer kleineren Kommune, muss hauptberuflich tätig sein, weil er neben den Repräsentationspflichten, die ja offensichtlich ein Ehrenamtlicher nur noch innehaben soll, dass er auch noch Abteilungsleiter ist, dass er Sachbearbeiter ist. Und der Hinweis auf andere Bundesländer ist genauso klug, wie er unklug ist, weil die Strukturen, aber das wissen Sie, weil Sie Fachmann sind, in einem anderen Bundesland kommunalverfassungsrechtlich vollkommen anders ist als in Hessen. Wir haben in Hessen die sogenannte unechte Magistratsverfassung. Aus den beiden Worten können Sie schon erkennen, dass es etwas ganz Besonderes ist. Es ist nämlich keine echte Magistratsverfassung, sondern eine unechte. Und die wiederum hat zur Folge,
dass ein Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde, das gilt genauso auch für weibliche Bürgermeisterinnen, auch die Aufgaben eines Abteilungsleiters und eines Sachgebietsleiters übernehmen muss. Also, das war ein Angebot an die Kommunen. Wenn es jetzt von unseren 300 so und so viele Kommunen eine wahrnimmt, sollten Sie das nicht zu sehr feiern. Ich möchte aber für die FDP-Fraktion noch einmal, darüber haben wir am 25. März bereits diskutiert, und zwar des vergangenen Jahres, darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur reicht, für die Kommunen Zusammenarbeit zu organisieren, sondern dass wir der festen Überzeugung sind, diese freiwilligen Möglichkeiten des Zusammenschlusses muss es auch für die hessischen Landkreise geben. Da gibt es eine entsprechende Nachfrage, die ja nicht nur personifiziert in dem ehemaligen Landrat des Landkreises Bergstraße, Herrn Wilkes, ist, sondern das ist auch einem CDU-Kollegen von Ihnen, sondern das ist, kommt ja, glaube ich, sogar aus Ihrem Kreisverband, Herr Bauer, sondern dass es in mehreren Gebietskörperschaften die Überlegung gibt, ist es denn überhaupt effizient, dass z.B. ein Kreis mit 96.000 Einwohnern wie der Odenwald effektiv und auch bürgernah regiert werden kann. Unsere Antwort ist, das kann nicht sein. Und deshalb, ich übernehme es jetzt, damit dieser Zwischenruf im Protokoll steht. Lieber Herr Bauer, vielen Dank für den Zwischenruf. Die sollen das alleine entscheiden. Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Gesetzesänderung, dass Sie uns eine Möglichkeit dazu haben, es alleine zu entscheiden. Ich freue mich auf die Unterstützung der CDU-Fraktion. Bei dem Interesse, das ich gerade aus dem Gesicht des Kollegen Frömmrich ablese, habe ich die Hoffnung, dass auch die GRÜNEN diesem letztlich zustimmen werden. Deshalb bitte nicht verkürzen auf das Thema Kommunen, auf das Thema Städte und Gemeinden, sondern es auch auf das Thema Landkreise hochheben. Man kann nämlich durch eine bessere Technik, man kann durch eine bessere Schulung von Mitarbeitern genau dieselben Argumente, die eben hier für die Kommunen genannt worden sind, auch für die Kreise effektiveren bürgernahen Entscheidungen treffen. Also, wer A sagt, hat in diesem Punkt recht gehabt, macht die FDP mit. Jetzt wollen wir B. Da erwarten wir, dass die Koalition auch mitmacht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. Das Wort hat der Abg. Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bedeutung interkommunaler Zusammenarbeit nimmt in der Tat stetig zu. Und ja, gerade für kleinere und strukturschwache Gemeinden kann eine solche Zusammenarbeit durchaus wichtig für die eigene Handlungsfähigkeit sein. Soweit stimmen wir dem vorliegenden Antrag auch zu. Aber genau wie mein Vorredner frage ich mich, was soll dieser Setzpunkt hier heute, meine Damen und Herren? Gibt es wirklich etwas Neues, was anzustreben ist, was zu diskutieren und was zu beraten ist? Oder gibt es nicht andere wichtigere Themen, die die CDU setzen müsste? Aber wenn ich mir den Antrag, also diesen Lobesantrag, genau anschaue, dann fällt mir doch Folgendes auf. Während in der Vergangenheit immer über interkommunale Zusammenarbeit gesprochen wurde, wo es darum geht, sinnvolle Verwaltungsstrukturen gemeinsam zu betreiben, so wird doch in diesem jetzt vorgelegten Antrag das Thema Gemeindefusionen an mehreren Stellen in besonderer Weise betont. Und darum scheint es der CDU jetzt auch zu gehen. Also über interkommunale Zusammenarbeit soll tatsächlich die Fusionierung von Gemeinden von kleinen Gemeinden vorangetrieben werden. Und das ist in der Tat neu in dieser Debatte. Wenn man also, wie gesagt, Gemeindefusionen will, dann heißt dies natürlich auch, dass hier unter dem Gesichtspunkt von Rationalisierung und Einsparung
das zu betrachten ist. Und das ist ein Weg, ein gefährlicher Weg, wie wir meinen, der nicht in die Zukunft führt, in die Zukunft weist, sondern genau das Gegenteil für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Eine sinnvolle interkommunale Zusammenarbeit zeichnet sich aus Sicht aber vor allem dadurch aus, dass Kommunen eben in die Lage versetzt werden, positive Synergieeffekte, die sie erzielen, auch tatsächlich vor Ort an die Bevölkerung, an die Menschen weiterzugeben. Mit bloßem Wegsparen und Kürzen erreichen sie jedoch genau das Gegenteil. Die Wege der Menschen zu den kommunalen Einrichtungen werden, und das zeigt ja auch die bisherige Praxis, länger und schwieriger. Und genau das wollen wir nicht. Für die eher ländlich geprägten Kreise in Hessen mit einer im Durchschnitt immer älter werdenden Einwohnerschaft und mit einem sich stetig verschlechternden öffentlichen Personennahverkehr ist dies keine Entwicklung, die wir für die hessischen Kommunen wollen. Leider zeigt der Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, wohin die Reise unter Schwarz-Grün in Zukunft gehen soll. Da ist von Spezialisierung von Mitarbeitern die Rede, was im Umkehrschluss nichts anderes als Stellenkürzung in anderen Teilen der neu geschaffenen Kommune bedeutet. Da wird davon gesprochen, dass das Land den Kommunen bei Kooperationen und Fusionen mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Nicht sicher ist aber sozusagen dies im Zeichen der Schuldenbremse eine offene Drohung gegenüber den Kommunen zu verstehen. Ich denke, die Frage, ob dies eine ergebnisoffene Beratung sein soll und sein wird, kann man mit dem Blick auf die letzten Jahrzehnte der CDU-geführten Kommunalpolitik in Hessen getrost verneinen. Sie führen Fördersummen und Entschuldungshilfen in Ihrem Antrag auf, die Sie den Kommunen versprechen, die sich für Kooperation oder eben Fusion entscheiden. Last but not least stellen Sie die im März von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Bärfelden, Hesseneck, Rothenburg und Sensbachtal zugestimmten Gemeindefusion als freiwillige Fusion dar. Ja, die Bürgerinnen und Bürger haben sich dort in diesen Gemeinden mehrheitlich für einen Zusammenschluss entschieden. Meine Damen und Herren, guckt hin und vor euch alle miteinander. Das Wort hat der Kollege. Der Kollege Hermann Schaus hat das Wort. Herr Präsident, ich wollte den Dialog nicht stören mit meinen beiden. Ich wollte auch nicht stören, da hast du aber trotzdem das Wort. Auf geht's. Okay. Also ja, die Bürgerinnen und Bürger haben sich dort mehrheitlich für einen Zusammenschluss entschieden, aber auch unter dem Druck, nur so ihre kommunalen Strukturen einigermaßen erhalten zu können. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn ich daran denke, dass Sie den Kommunen seit 2011 jährlich mehrere 100 Millionen € an kommunalen Geldern vorenthalten, dann finde ich es schon bemerkenswert, dass Sie den Ärmsten der armen Kommunen nun mit einem kleinen Teilchen dieses Specks winken und Ihre finanzielle Hilfe und Entschuldungshilfen versprechen, aber nur, wenn Sie sich zusammenschließen, meine Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Auch wenn wir es als LINKE begrüßen, dass Sie das Letztentscheidungsrecht der Menschen vor Ort in Ihrem Antrag an mehreren Stellen so besonders betonen, haben wir doch Zweifel daran, dass Bürgern in Kommunen, denen finanziell das Wasser bis zum Halse steht, sich in ihrer Not nicht doch für das kleinere Übel entscheiden, um wenigstens einiges an Schulden loszuwerden. Genau darauf zielt ja Ihre Zusage, bis zur Hälfte der Verbindlichkeiten in den Kernhaushalten zu übernehmen bei Fusionen. Aber auch wenn solche Fusionen freiwillig erfolgen, sind sie ganz sicher kein Beweis für erfolgreiche Kommunalpolitik, meine Damen und Herren. In der Debatte um interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindefusion fällt oftmals das Wort vom E-Government. Für internetaffine Menschen kann dies in der Tat ein gutes Mittel sein, um auf schnellere Wege Behördenangelegenheiten zu klären. Vor allem für ältere und behinderte Menschen
und in Gegenden, in denen wir nach wie vor Probleme mit schnellem Internet haben, ist dies jedoch keine Lösung, zumindest derzeit keine Lösung. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass sich nicht jede Behördenangelegenheit mal eben über den heimischen PC erledigen lässt. Oftmals ist die persönliche Anwesenheit vor Ort schlichtweg unabdingbar. Und dann fahren Sie mal mit dem Bus in eine andere Gemeinde, wenn der überhaupt kommt. Es gibt auch durchaus Bereiche, in denen eine interkommunale Zusammenarbeit schwierig ist. Dies ist z.B. wenn es um Wettbewerb zwischen den Gemeinden und Konkurrenzen, z.B. bei der Gewerbeansiedlung, geht. Meine Damen und Herren, Ihr Antrag, bitte? Ja, ein Beispiel haben Sie genannt. Das ist aber auch das Einzige, das ich kenne, Herr Bauer. Ihr Antrag ist vorrangig auf Anreizen für Gemeindefusionen ausgelegt. Er stellt nicht die Menschen, die Einwohnerinnen und Einwohner und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund, sondern degradiert sie zu Statisten bei der Umstrukturierung innerhalb ihrer Gemeinde. Die von Ihnen in rosarot gezeichnete interkommunale Zusammenarbeit oder die immer stärker in den Vordergrund gestellte Gemeindefusion wird als alternativlos dargestellt. Es gibt aber eine Alternative, auch für Gemeinden in ländlicher Struktur, nämlich eine angemessene Finanzausstattung. Dafür, für eine gerechte Steuerverteilung zugunsten der Kommunen, sollten Sie sich auch im Bund stärker engagieren, meine Damen und Herren von der CDU. Der Abbau kommunaler Dienstleistungen, längere Wege für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie der zu erwartende Stellenabbau in Kommunen werden von Ihnen vollkommen ignoriert oder bewusst einkalkuliert. Eine sinnvolle freiwillige Zusammenarbeit zwischen benachbarten Kommunen, die ohne jeglichen Zwang erfolgt, unterstützen wir. Finanziellen Druck jedoch seitens des Landes aufzubauen, lehnen wir ab. Und deshalb sagen wir zum Schluss, Gemeindefusionen sind keine Erfolge, sondern Resultat schlechter Kommunalpolitik. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kollege Rudolph, der für die Kommunen zuständige Minister, ist anwesend, und er spricht auch. Es mag der Kollege von der SPD mal in den eigenen Reihen schauen, wie viele von den für Kommunales zuständigen Abgeordneten der SPD bei dieser Debatte. Einen Moment bitte, Herr Minister. Also, Herr Kollege Rudolph ist kein Minister, da können Sie ja nicht sagen. Der Minister spricht ja. Also, ja, er spricht. Er ist trotzdem da, wenn er redet. Also, der Minister hat das Wort. Ich will die Gelegenheit gerne aufnehmen zum Thema interkommunale Zusammenarbeit. Hier ein paar Worte zu sagen, und ich bin der CDU-Fraktion sehr, sehr dankbar, dass sie einen Setzpunkt daraus gemacht hat, weil es nämlich Gelegenheit gibt, über die Leistungen, und jetzt hören Sie gut zu, nicht etwa der Landesregierung, Herr Kollege Rudolph, sondern es gibt Gelegenheit, über die Leistungen der Kommunen zu sprechen, die sich um interkommunale Zusammenarbeit gekümmert haben. Aber ich will auch deswegen den Kollegen Eckert direkt und konkret und unmittelbar ansprechen. Der Kollege Eckert hatte eben für die SPD-Fraktion gesprochen. Er ist jetzt gar nicht da. Ah, gut, okay. Also, dann kann ich den Kollegen Eckert, der für die Kommunen zuständig ist von der SPD, aber der in der Debatte gesprochen hat, aber jetzt nicht mehr da ist, wenn der Minister spricht, dann kann ich ihn leider nicht ansprechen. Dann muss ich es den anderen halt sagen. Es tut mir leid. Es ist schon wenig glaubhaft, wenn der Redner der SPD hier vorträgt, die Hessische Landesregierung müsste sozusagen, bevor sie über interkommunale Zusammenarbeit spricht, erst einmal bei sich selbst anfangen, wenn zu erwarten ist, dass bei den kommenden Haushaltsberatungen die SPD wahrscheinlich zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Änderungsanträge für Mehrausgaben einbringen wird. Das ist wenig glaubhaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eines, das will ich dann schon noch einmal sagen, das hat weder der Kollege Eckert, ist immer noch nicht da, der Kollege Eckert verstanden, noch der Kollege Schaus verstanden. Es geht nicht um Einsparungen bei der Frage der interkommunalen Zusammenarbeit.
Es geht auch um Einsparungen, ja, es geht um Effizienz, aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Dienstleistungsqualität in den Städten und Gemeinden sich verbessert, in kleinen Städten und Gemeinden. Das haben Sie überhaupt nicht begriffen bei dem, was Sie hier entsprechend vorgetragen haben. Und da stellt sich der Kollege Schaus hierher und sagt, wie wollen wir das denn bei den Bürgern weitergeben? Ja, Dienstleistungsqualität aus den Rathäusern heraus, das ist für die Bürgerinnen und Bürger, für wen denn sonst, meine Damen und Herren? Aber gut. Ich sehe schon, es ist sozusagen, es ging Ihnen nicht darum, dass wir über die Frage der interkommunalen Zusammenarbeit hier ernsthaft miteinander reden, sondern es ging Ihnen darum, hier ein bisschen Klamauk zu veranstalten. Sei es drum, ich werde mich dem Thema aber gerne annehmen. Insbesondere, weil wir den Kommunen, den Städten und Gemeinden im Lande, durchaus auch den Landkreisen, Mut machen wollen, sich der interkommunalen Zusammenarbeit zu stellen. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Und wenn Sie fragen, was ist denn neu überhaupt an dem, was wir hier miteinander debattieren, neu kommt jeden Monat neu dazu. Es sind nämlich immer wieder neue Sachgegenstände, die zum Gegenstand von interkommunaler Zusammenarbeit werden. Und ich finde, dass man den Kommunen durchaus Mut machen kann. Es ist hier das Thema Rüsselsheim, die drei angesprochen worden, die haben sich zum Thema Friedhofswesen zusammengetan. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich, wenn kommunale Abgeordnete in Gemeindeparlamenten, in Stadtverordnetenversammlungen eine so wichtige, für die Bürger von so großer Bedeutung, wenn sie so etwas in eine Gemeinschaft abgeben, dann ist das etwas Bedeutendes. Und dann muss man das auch hier im Hessischen Landtag mal herausstellen, weil wir Mut machen wollen, sich diesen Fragen zu stellen, die man möglicherweise, wenn zwei oder drei oder vier Gemeinden es gemeinsam machen, es einfach besser machen, als wenn jeder für sich sein Zeug zusammenstrickt, meine Damen und Herren. Das ist das Ziel, was wir hier verfolgen. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, immer wieder auch deutlich zu machen, dass wir keine von oben gesteuerte Gebietsreform in diesem Lande mehr wollen. Wir wollen es einfach nicht, sondern wir wollen den Kommunen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie und ob sie zusammengehen. Und seit 2004 haben wir hier etwas aufgebaut, was durchaus in den letzten Jahren natürlich auch besonders Fahrt genommen hat. Ich komme gleich auf die Frage der Finanzausstattung noch einmal zurück. Fahrt aufgenommen hat, weil die Kommunen sich genau diesen Aufgaben eben auch gestellt haben. Und damit sind wir mit dem Know-how, was in den Städten und Gemeinden vorliegt, was in unseren kommunalen Spitzenverbänden, aber eben auch, was in unserem Kommunalministerium vorhanden ist an interkommunaler Zusammenarbeit, das Know-how, das ist bundesweit einmalig. Und ich finde, da kann man nicht häufig genug darüber reden, dass uns das hier in diesem Lande gelungen ist. Und da hat großen Anteil sicherlich der Kollege Bürgermeister AD Klaus Spandau, der das Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit bei uns leitet. Und wenn man mal bei einer Veranstaltung mit Herrn Spandau mit dabei war, dann finde ich, dann kann man auch sehen, mit welcher Sensibilität wir seitens des Landes herangehen an diese Fragen. Und auch hier, 25% der IKZ-Förderungen kommen aus dem Feuerwehrwesen. Da geht es immer nur um freiwillig. Es ist nur freiwillig. Nur freiwillig. Und wer weiß, wie schwierig das ist, der kann schon erkennen daran, dass das mit hoher Sensibilität auch durch die handelnden Personen seitens des Innenministeriums gemacht wird. Und ich finde, auch das gehört sich, dass wir hier im Hessischen Landtag gelegentlich mal Dankeschön dafür sagen, dass uns das durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut gelingt. Interkommunale Zusammenarbeit ist ja nichts Neues. Es ist ja keine Erfindung aus dem Jahre 2004, sondern es ist etwas, was bereits in den 60er Jahren mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit begonnen hat. Sie alle, die den kommunalen Parlamenten Verantwortung haben, wissen, dass von Wasserverbänden, Abwasserverbänden usw. so das eigentlich gelebte Praxis in den Städten und Gemeinden bereits in den vergangenen Jahrzehnten war. Aber wir haben mit dem Aufbau der interkommunalen Zusammenarbeit, mit den Förderprogrammen und mit unserem Kompetenzzentrum dafür gesorgt, dass wir eben verschiedene Bereiche noch identifiziert haben, darüber hinaus identifiziert haben, die sich für kommunale Zusammenarbeit eignen. Dazu gehören, wie ich finde, wirklich hochinteressante, auch politisch von uns oder zumindest von großen Teilen dieses Hauses gewollten
politischen Zielen, da geht es z.B. beim Thema Energiewende, gibt es Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit. Wir haben beim Freiwilligen Polizeidienst, haben wir beim Bereich der Sicherheit interkommunale Zusammenarbeit. Natürlich gehören mit die Betriebshöfe mit dazu. Natürlich gehören die Standesämter, die Steuerverwaltung usw. so mit dazu. Aber wir haben eben auch einen Bereich aufgemacht, indem wir gesagt haben, wir wollen Verwaltungsgemeinschaften miteinander, Verwaltungsgemeinschaften besonders fördern. Und das ist in Allendorf, Eder und Bromskirchen wunderbar gelungen. Seit dem 1. Januar 2015 gibt es im Grunde genommen eine Verwaltung für zwei Städte und Gemeinden, ohne dass sie ihre Identität aufgegeben haben. Ich finde, eine solche Debatte schreit förmlich danach, dass man das einmal nach außen zeigt, um anderen Mut zu machen, vielleicht einen solchen Weg auch zu verfolgen, um einfach die Qualität der Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger in ihren kleinen Gemeinden entsprechend zu verbessern. Und ja, Herr Kollege Hahn, es gibt einen Bürgermeister, einen, der jetzt ehrenamtlich ist. Das haben wir ermöglicht mit dem § 44 der Hessischen Gemeindeordnung, den wir bei der letzten Änderung mit aufgenommen haben. Es ist eben, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie sozusagen im Prinzip das befördern, die Frage befördern, indem Sie auch abfragen und Leute daran erinnern. So etwas gibt es auch. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, in kommunaler Selbstverwaltung, nee, das ist jetzt im Moment für uns sozusagen, steht das nicht auf der Tagesordnung, dann ist das okay. Wir wollen kommunale Selbstverwaltung ja dadurch stärken. Wir wollen ja gerade die Kommunen nicht entmündigen, ihnen nicht die Entscheidung abnehmen, sondern wir wollen sie einfach nur beraten. Wir wollen ihnen zeigen, was geht. Und am Ende ist es und bleibt es ihre Entscheidung, wie sie sich organisieren wollen. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Tagesordnungspunkt, für den Antrag, dafür, dass wir Gelegenheit hatten, hier über interkommunale Zusammenarbeit zu sprechen. 183 Bewilligungen seit 2008, eine Förderhöhe von 13,1 Millionen €, eine Beteiligung von 400 hessischen Kommunen an IKZ-Projekten ist, finde ich, ein Ausweis für ein tolles Projekt. Es war gut, dass wir darüber gesprochen haben. Schön, dass wir Beispiele genannt haben. Und wir hoffen, dass sich das Projekt sozusagen, dass die interkommunale Zusammenarbeit weiter blüht, indem sich viele weitere Kommunen mit ihren Projekten in eigener Verantwortung anschließen. Vielen Dank. Herr Staatsminister, herzlichen Dank. Ich will Ihnen nur noch zurufen, weil Sie den Kollegen Eckert gesucht haben. Das war keine Missachtung Ihrer Rede. Der Kollege Eckert hat eine Besuchergruppe. Zeitgleich. Nein, ich teile das einfach nur mit, ohne jede Feststellung, dass der Kollege Eckert eine Besuchergruppe hat. Und dann wissen wir es. So, dann haben wir den Punkt 7. Hier steht kein Überweisungsvorschlag. Stimmen wir direkt ab. Wird direkt abgestimmt. Bitte? Ja, ja, ich frage hier neu. Wer dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 19.3369 zustimmt, den bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD und Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag einstimmig angenommen. So, jetzt teile ich noch mit, eingegangen, an Ihren Plätzen verteilt. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Lärmobergrenze verbindlich und rechtlich umsetzbar einführen, Drucksache 19-3878. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Ja. Dann kann dies Top 41 werden, wenn nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 24, 11 und 18 aufzurufen. Kein Widerspruch. Wird so gemacht. Gut.